Innenstadt. Durst durch die Straßen. Wie Klauen, die unheilvoll nach der Stadt greifen, breiten sich die düsteren Wolken vom Meer aus. Sie greifen nach dir. Die Sonne ist untergegangen und die Temperatur sinkt schnell. Die Luft wird kühler und ein rauer Wind peitscht durch die Gassen. Du hast dich verlaufen. Du hast keinen blassen Schimmer, wie du aus dieser gottverlassenen Stadt herauskommst. Und als wäre das nicht genug, hast du auch noch das Septemberwetter an der Meeresküste gnadenlos unterschätzt. Die richtige Kälte kommt erst noch. Vereinzelte Regentropfen lassen nichts Gutes erahnen. Ziellos wanderst du die Straßen entlang. Die schmalen Gassen eines Labyrinths von Fischerhütten, oft notdürftig gebaut aus simplen Holzverschlägen. Immerhin bist du nicht allein unterwegs. Sieh an, zu dieser späten Stunde sind sogar noch ganze Gruppen von Menschen unterwegs, die Patrouillen ziehen. Mit Fackeln und Heugabeln und Messern und Netzen. Auf sie zugehen, in den Schatten bleiben. Ja, ich glaube, das ist besser, wenn wir uns eher unbeobachtet durch die Straßen bewegen. Im Schatten bleiben. Es sind nicht unbedingt die Messer und Netze, die dich auf Abstand halten. Es ist der humpelnde Gang der Dorfbewohner, der dich nervös macht. Die Grüppchen der Dorfbewohner gehen nicht. Sie watscheln, taumeln, stolpern und schlürfen. Die Oberkörper stets vorgereckt, wie arglistige Trolle in einem Fantasystreifen. Hinter einigen vermoderten Fässern in einer engen Seitengasse hast du Zuflucht gefunden. Am liebsten würdest du dich einfach hier zusammenkauern, doch inmitten der Gasse bist du dem zunehmenden Regen schutzlos ausgeliefert. Der heugabelbewehrte Mob scheint dich immerhin nicht bemerkt zu haben. Du überlegst, wie du als nächstes vorgehst, an eine Tür klopfen und um Hilfe bitten. Tja, wir sind in Innsmouth, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Hilfe bekommen und nicht ein Messer in die Seite weiter durch die Stadt bewegen? Ich denke mal, es ist besser, wenn wir in Bewegung bleiben. Eine Gasse folgt der nächsten. Matschiger Boden, knietiefe Pfützen, heruntergekommene Hütten, bestehend aus nichts als ein paar aufeinandergetürmten Backsteinen und Wellblechdächern. Du musst dich in der Altstadt befinden, einer Gegend, die garantiert nicht in Reiseprospekten beworben wird. In dem Moment, in dem dein Kleinhund sich über die wachsende Langeweile beklagen will, läufst du einer Patrouille in die Arme. Verdammt! Das heißt, noch haben sie dich nicht gesehen. Unentschlossen hat sich die Gruppe mitten auf der Straße versammelt und scheint sich zu beraten. Dennoch sind sie aufmerksam und taxieren ihre Umgebung. Du kalkulierst, dass sie dich gleich entdecken werden, denn du stehst mitten auf dem Weg, wie auf einem Präsentierteller. Dein Herz klopft, dein Gesicht vermummen, nichts weiter machen. Na, ich dann aber. Tarnen, sofort, mein Freund, das Gesicht vermummen. Einer Eingebung folgend, greifst du dir ein Stofffetzen, der von einem Fass baumelt. Das zerrissene Tuch stinkt nach vergammeltem Obst, was eine willkommene Abwechslung vom vergammelten Fisch ist, der dir schon den ganzen Abend in der Nase liegt. Frohen Mutes marschierst du auf die kleine Gruppe der Anwohner zu. Da! Da! Kreischt der vorderste Mann aus der Truppe, ein alter Fischer mit weißem, buschigem Bart. Er schwenkt seine Fackel in deine Richtung. Seine Kameraden humpeln dir quakend entgegen. Ihre Regenjacken und durchlöcherten Gewänder klatschen dabei gegen ihre Körper. Ile! 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 Cthulhu-Tagen! Für eine humpelnde Horde deformierter Irrer haben sie dich schnell umstellt. Das am Regen tanzende Licht der Fackeln lässt die ohnehin gruseligen Gesichter der Leute noch bizarrer wirken. Nervös lecken sie sich die wulstigen Lippen, während sie die Fackeln, Messer und Heugabeln hervorschnellen lassen, um dich im Zaum zu halten. Du fragst dich, ob die Bewohner von Innsmouth unter radioaktiver Strahlung leiden. Das würde vieles erklären. Hey, du da! Spuckt dir der scheinbare Anführer des Mobs entgegen. Verdammt! Gerade hattest du schon gehofft, dich an der gruseligen Truppe vorbeischleichen zu können. Da musst du doch ihre Aufmerksamkeit geweckt haben. Also, was treibst du hier so allein? Ich will die Stadt verlassen. Ach, ich spaziere hier nur so rum. Beides nicht besonders optimal. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich will die Stadt verlassen. Ja, ich will die Stadt verlassen, antwortest du ehrlich. Die Stadt verlassen? Heute Nacht! Ein wölfisches Lächeln breitet sich auf dem Gesicht des Mannes aus. Mit seinem freien Arm verführt er ein paar hastige Gesten,
Schon spürst du den Griff starker Hände, die sich um deine Arme geklammert haben. Der alte Fischer reißt dir den Stofflumpen vom Gesicht und stößt ein kehliges Lachen aus. Seine Handlanger stimmen unsicher mit ein. Er ignoriert sie, denn seine Aufmerksamkeit gehört nur dir. Du starrst in eine merkwürdig verformte, langgezogene Pupille. Heute Nacht werden wir Spaß haben. Er richtet den Blick auf etwas, jemand neben dir. Bevor du dich fragen kannst, was zur Hölle hier passiert, knallt etwas gegen deinen Hinterkopf. Du verlierst das Bewusstsein. Rathausplatz. Kälte. Stimmen. Tuschelnde, argumentierende Stimmen. Vereinzelte Regentropfen, die von deiner Stirn abperlen. Ein penetranter Geruch von Fisch, an den du dich schon fast gewöhnt hast. Verdammter Mist. Deine Wange ist gegen etwas Kühles und Erfrischendes gepresst. In den ersten Sekunden der Orientierungslosigkeit begreifst du, dass du auf dem kalten Straßenboden liegst. Du öffnest die Augen. Die Situation ist dir nicht neu. Durchzechte Nächte in Boston händen schon mal in der einen oder anderen Mülltonne oder an einem Komposthaufen einer verkommenen Seitengasse. Das ist normal. Vollkommen normal. Mit einem Ächzen hebst du den Kopf und bereust auch gleich die einfache Bewegung. Ein Gewitter von Schmerzen entlädt sich in deinem Hinterkopf. Du hegst keinen Zweifel, du wurdest ausgenockt. Jeglicher Versuch, am Kopf nach einer Beule zu tasten, scheitert. Es scheint, als seist du gefesselt. Okay, das ist definitiv nicht normal. Immerhin kannst du jetzt erkennen, wo du dich befindest. Es ist der Rathausplatz von Innsmouth. Mindestens 50 Dorfbewohner haben sich hier um dich herum versammelt. Sie haben sich in kleinen Grüppchen zusammengefunden und sind in Unterhaltungen vertieft. Entspannt stützen sie sich auf ihren Heugabeln ab und haben ihre Fischernetze locker über die Schulter geworfen. Hin und wieder sehen sie grinsend zu dir hin. Ein wenig jammern, um Hilfe schreien. Naja. Wenn wir um Hilfe schreien, wirklich, das bringt doch keine Punkte. Ich würde sagen, wir jammern einfach nur ein bisschen. Ja, wenn alle Stricke reißen, du entscheidest dich, in Selbstmitleid zu versinken. Immerhin bist du vollkommen ahnungslos, wie du in diese Situation geraten konntest. Ob diese Ungeheuer auch deine Brieftasche stibitzt und dein Konto geleert haben? Haben sie deinen Apartmentschlüssel? Waren sie bereits in einer schäbigen Wohnung in Boston? Und was ist mit deinem Goldfisch Al? Du hättest ihn wirklich mal wieder füttern sollen. Verdammt nochmal. Du wirst alles verlieren. Alles. Einzig und allein deine Online-Privatdetektiv-Lizenz können sie dir nicht nehmen. Ein zerlumpter Stiefel blockiert plötzlich dein Sichtfeld. Schon wach? Krächzt eine Stimme von weiter oben. Mühsam neigst du den Kopf, um zu sehen, wer es wagt, deinen Anfall von Selbstmitleid zu unterbrechen. Es ist der Anführer der Patrouille, Abraham, der triumphierend auf dich herabblickt. Aus der Perspektive am Boden kannst du deutlich kleine Tumore erkennen, die ihm aus dem Kinn sprießen. Ach, geht! Machst du unwillkürlich. Falls du ihn beleidigt hast, lässt er es sich nicht anmerken. Er zeigt dir sein dreckigstes Grinsen. Ich hoffe, dir hat's heute in unserer kleinen Stadt gefallen, Landratte. Gefallen? Ich liebe es hier. Ich hasse euch alle. Tja, dann versuchen wir doch mal, uns ein bisschen noch einzukratzen. Gefallen? Ich liebe es hier. Ob es dir hier gefällt? Gefallen? Ich liebe es hier, ruft er enthusiastisch. Der Mann blinzelt. Was? Aber wieso? Ja, wieso eigentlich? Die frische Luft, die netten Menschen. Wir lieben die frische Luft. Die frische Luft, lautet deine Antwort. Damit meinst du natürlich die Meeresbrise, die vom Ozean hierher weht und die einen Umweg über faulende Fische, stinkende Menschen und Möwenkadaver gemacht hat. Die Luft. Verdammt! Der Mann lässt einen Pfeifen erklingen. Du bist ein harter Hund. Muss man dir lassen. Bin gespannt, wie weit dich das bringt, wenn du in Flammen stehst. Flammen? Bevor du um eine nähere Erläuterung bitten kannst, wirst du an den Arm gepackt. Einige Fischer haben sich dir lautlos genähert, ohne dass du es bemerkt hast. Mit einem Ruck schwingen sie dich in die Luft und tragen dich ein Stück über den Platz. Nach wenigen Metern verlangsamt sich die Eskorte. Der Weg wird holprig, der Untergrund scheint weniger fest zu sein. Du stehst auf einem Scheiterhaufen. Zwei Männer in Lumpen und Wülsten auf den Wangen lösen deine Handfesseln und binden deine Arme dann noch einmal um den Pfahl.
Die restlichen Dorfbewohner haben ihre Gespräche unterbrochen und treten näher. Was soll das alles? Hilfe! Versuche die Fesseln zu lösen. Na, ich würde sie vielleicht erstmal nochmal in ein Gespräch verwickeln. Was soll das alles? Die Situation ist bizarr. Ist das wirklich ein Scheiterhaufen? Wollen diese Leute dich tatsächlich in der Öffentlichkeit in Brand setzen? Ein ganzer Haufen an lumpigen Gestalten mit deformierten Körpern ist auf dem Rathausplatz versammelt. Eingefallene Nasen, Kiemen und Schuppenflechten, die sich über das ganze Gesicht ziehen. Du bist dir relativ sicher, diesen Horrorgestalten heute noch nicht begegnet zu sein. Oder etwa doch? Sicher sahen sie im direkten Sonnenlicht etwas harmloser aus. Endlich! Verdammte Hacke! Ruft jemand entnervt und übertönt dabei sämtliche anderen Gespräche, die auf dem Rathausplatz stattfinden. Offenbar hat es jemand geschafft, eine Fackel anzuzünden. Feierlich marschieren sie auf dich zu und die anderen Dorfbewohner machen den Männern ehrfürchtig Platz. Feuer machen, das kann schließlich nicht jeder in Innsmouth. Zwei der Männer bleiben bei den anderen Zuschauern stehen. Der Fackelträger geht alleine weiter vor, bis er vor dir und dem Scheiterhaufen steht. Er kehrt dir den Rücken zu und wendet sich an das deformierte Publikum. Brüder und Schwestern, setzt er an. Ja, Abraham? Melden sich mehrere Leute, was so einiges über den Genpool in Innsmouth aussagt. Ruhe! Schimpft er sogleich. Ich meine, werte Anwesende. Zufrieden mit sich, breitet er feierlich die Arme aus. Du kannst erkennen, dass die Hand, mit der er die Fackel hält, ein einziger Hautlappen ist, der sich um das Holzscheit windet. Die Stunde ist nah und vor euch steht unser Tribut an Dagon. Wir teilen das Opfer und den Segen, denn wir sind treue Kinder des... Er verstummt. Aus der nächsten Gasse trabt ein Dutzend Touristen. Die Dorfbewohner tauschen ratlose Blicke aus. Einige sehen Hilfe suchen zu Abraham. Betreten lässt Abraham die Fackel sinken. Wir können um Hilfe schreien, betreten schweigen. Ja, denn probieren wir erstmal uns vielleicht vom Scheiterhaufen runter zu schreien, indem wir um Hilfe schreien. Hilfe! Helft mir! Rettet mich! Sprudelt es aus dir heraus. Damit erntest du einen tief verletzten Blick der Dorfbewohner. Doch deren Gefühle stehen nicht so hoch auf deiner Prioritätenliste, wie zum Beispiel diese Nacht zu überleben. Die Urlauber sehen interessiert zu euch rüber. Der erste löst sich von der Gruppe und kommt näher. Ein junger blonder Mann macht Selfies mit sich und dir auf dem Scheiterhaufen. Du da, schreist du ihn an. Informiere das FBI. Niemand, absolut niemand, will deine gestellten Urlaubsfotos sehen. Ja, das nehmen wir. Endlich sagt's mal jemand, hörst du eine Stimme aus der Menge murmeln. Der Mann klappt die Kinnlade herunter, auf die Art, die vermuten lässt, dass gleich ein ganzer Schwall Widerworte auf dich niederprasseln wird. Oh mein Gott, sagt er mit regloser Miene, dass so ein Landei glaubt, er hätte mir irgendetwas zu sagen. Er kehrt in den Rücken zu und macht weitere Selfies von euch beiden. Das Schlimmste an allen ist, dass er zu denken scheint, du stammst aus Innsmouth. Ein Tourist steht staunend vor dem Scheiterhaufen. Sind das diese Mittelalterspiele? So wie in Salem? Das machen die auch gerne drüben in Europa, mit Rittern und so. Abraham verdreht die Augen. Sicher, antwortet er, doch das war ganz klar die falsche Entscheidung. Der Tourist winkt seine Begleiter her. Die Urlaubertruppe stellt sich gesammelt in die erste Reihe des Publikums und raubt damit den buckligen Dorfbewohnern die Sicht auf dich. Einige grobschlächtige Männer im Fischermäntel treten an Abraham heran und reden sichtlich nervös auf ihn ein. Währenddessen lösen sich ein paar Touristen aus der Reihe. Sie machen Fotos von dir auf dem Scheiterhaufen, dem Gespräch der Dorfbewohner lauschen, die Touristen ansprechen. Ich werde mal versuchen, die Touristen anzusprechen. Psst, ihr da! Zischt du den fotografierenden Leuten zu. Ein Mann mit Schnauzbart blickt irritiert zu dir auf. Was wollen sie denn? Ihr müsst mich hier rausholen, krächzt du. Unfassbar, dass du erst ausdrücklich darum bitten musst. Was haben sie denn für ein Problem? Erkundigt sich der Mann. Ihn anschreien. Ach, vergessen sie's. Ja, da platzt uns doch die Hutschnur. Das ist kein Schauspiel, das ist alles echt. Zischt du in zunehmender Verzweiflung. Der Mann schüttelt nur missbilligend den Kopf. Finde ich jetzt aber nicht gut, dass sie aus der Rolle fallen. Gucken Sie mal hier. Er macht eine ausschweifende Armbewegung in Richtung der zerlumpten Dorfbewohner. Die Leute richten sich hier extra schön her und frieren sich die Popos ab, während sie hier warm angezogen im Rampenlicht stehen.
Und trotzdem ruinieren sie hier die Nummer? Oh Gott, ob er damit recht hat? Vielleicht. Nein, verdammt. Na, wir nehmen natürlich nein, verdammt. Nein, verdammt, schreist du, laut und hysterisch. Das hier ist keines ihrer dämlichen Tourismusprogrammpunkte. Hier geht es um mein Leben. Ja, total bekloppt. Tuschelt jemand aus der Gruppe der Touristen. Wer hat das gesagt? Faust du, das Kinn aggressiv vorgereckt. Dein Publikum, bestehend aus Urlaubern und zunehmend eingeschüchterten Dorfbewohnern, weicht zurück. Allmählich gehen dir all diese Menschen auf die Nerven. Jetzt benimm mich los oder es gibt Tote! Kreischst du wie im Blutrausch. Den Dorfbewohnern wird es zu viel. Ihre Reihen lichten sich zusehends. Verunsichert durch die Präsenz der vielen Urlauber und deinen Zorn der Gerechten, verschwinden sie bemüht unauffällig in den schattigen Seitenstraßen abseits des Rathausplatzes. Es ist ausgerechnet Abraham, der deine Fesseln löst. Entschuldigungen murmelnd verschwindet er in der überschaubaren Menge und dann in einer finsteren Gasse. Sind sie jetzt zufrieden? Fragt einer der Touristen pikiert. Ja! Naja. Ja, natürlich sind wir zufrieden. Wir sind halt nicht mehr auf dem Scheiterhaufen. Ja, schreist du ekstatisch und versprühst dabei sichtbar Speichel. Unmöglich, fasst der Mann deine Gedanken ziemlich gut zusammen. Enttäuscht, dass sie um eine kostenlose Aufführung gebracht wurden, schlürfen die Touristen weiter. Und du kannst endlich von hier verschwinden.